Essentially, this is what must be developed. The art of giving out in love and intelligence what is taken in from vision and the experience of self-transcendence and solidarity with the universe. Das ist es im Wesentlichen, was wir weiterentwickeln müssen. Die Kunst, mit Liebe und Intelligenz das weiterzugeben, was wir in der Vision und in der Erfahrung der Selbsttranszendierung und des Einsseins mit dem Universum aufgenommen haben. Wir haben eingeladen den Erfinder der Psychodroge LSD, Dr. Albert Hofmann. Herzlich willkommen. Herr Dr. Hofmann, ich habe vorhin schon gesagt, Sie haben LSD erfunden. LSD ist als, Sie haben ein eigenes Wasser, natürlich ein frisches. LSD ist als gefährlicher Wirkstoff seit 1967 verboten nach dem Betäubungsmittelgesetz, glaube ich, heißt das. Wie definieren Sie LSD? Wie würden Sie es beschreiben als Stoff und auch die Wirkung? Als Stoff ist es halbwegs, mehr als halbwegs, 95% der Naturstoff. Stammt aus der Natur, aus dem Pilz. Es ist eine Modifikation eines Naturstoffes. Und was hat es für Wirkungen? Und man könnte es auch so zusammenfassen, es bewirkt bewusstseinsverändernd. Es stimuliert die Sinnesorgane. Man sieht anders, man intensiver, man hört anders, man die Töne gehen durch Mark und Bein. Aber was ganz entscheidend ist, diese Schranke zwischen ich und du, zwischen mir und Außenwelt, das ist ja das Charakteristikum unseres Tagesbewusstseins. Diese Schranke ist weitgehend aufgehoben. Man ist dann irgendwie, man geht in die Dinge hinein, man erlebt die Dinge viel intensiver, auch den eigenen Körper. Es ist sehr schwer, das zu beschreiben. Man müsste das eigentlich verteilen einmal. So. Oi, oi, oi. Das, ja. Ja, wie soll ja. Man? Es aber ist Sie, haben es, Sie haben es doch selbst erlebt. Ja. Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, waren Sie damals Laborchef oder Forscher bei Sandoz, ja. Glaube ich, in Basel. Wann ja. War das, in welchem Jahr? Also ich bin bei Sandoz eingetreten, 1929. Ja, aber ich meine, als Sie, da, als Sie das... 1938 habe ich diese Verbindung das erste Mal hergestellt. Was haben Sie gesucht damals? Ja, ich habe gesucht ein Kreislaufstimulans. Etwas ähnliches wie Coramin. Aus gewissen strukturellen Überlegungen, weil die Lysergsäure, das ist das Ausgangsmaterial für LSD, LSD ist eine Lysergsäure, Diethylamid, weil das verwandt ist mit Nikotinsäure, Diethylamid. Und Nikotinsäure, Diethylamid hat eine kreislaufstimulierende Wirkung. Da war meine Absicht, ein Kreislaufstimulans zu synthetisieren. Und wie sind Sie darauf gekommen, dass das etwas ganz anderes ist? Das wurde also 1938 dann eben in die Pharmakologie gegeben, Tieren untersucht, wie das so ist, getestet. Aber es wurde nichts Besonderes gefunden. Die Tiere konnten Ihnen nicht sagen, dass die Grenze zwischen ich und du aufgehoben war. Gemerkt, ja. Das. Und dann, aber ich habe dann immer wieder, ich habe gedacht, diese Verbindung, die müsste eigentlich doch irgendetwas Besonderes sein. Es ist mehr so gefühlsmäßig, nach der Struktur. Und dann habe ich 1943, nachdem man auch neue Testmethoden entwickelt hatte, dachte ich mir, die Verbindung muss noch besser untersucht werden. Habe ich es 1943 noch einmal synthetisiert, das waren immer nur kleine Mengen, Bruchteil eines Gramms. Aber bei dieser Synthese bin ich plötzlich in einen anderen Bewusstseinszustand geraten. Plötzlich. Aber Sie hatten es gar nicht. Nein, ich wusste ja nicht, warum. Ich wusste nicht, was das war. Einfach ich. Und wie konnte diese erste Sache passieren? Hatten ja, Sie und dann auf jeden Fall. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe mir den Chef, das ist ein angenehmer Rausch, ausgeträumt.
dachte mir, du hast etwas aus dem Labor erwischt. Ich wusste aber nicht, dass es von dem war. Ich dachte, es sei vom Lösungsmittel. Ich hatte ein chloroformähnliches Lösungsmittel verwendet. Dann bin ich am anderen Tag gegangen, habe etwas geschnüffelt von diesem Lösungsmittel. Das war nichts. Da dachte ich mir, ist vielleicht von dieser Verbindung. Und dann habe ich einen Versuch gemacht, vorsichtshalber, mit einem Viertel Milligramm. Viertel eines Tausendstel Gramm. Viertel eines Tausendstel eines Gramm? Ja, ja. Sehr kleine Menge, die man winzig, sieht. Da kann man nicht mehr kaum vorstellen. Ja, ich dachte mir, ich würde dann langsam steigen, nicht von 5 Milligramm abgewogen. Und aber das erste, da sind Kenner im Saal, das merke ich schon. Da sind Kenner im Raum. Aber diese erste Dosis, die war schon 5-mal überdosiert. 0,05 Milligramm ist eine normale Dosis. Ich hatte 5-mal zu viel erwischt. Also nun, ich habe dann mit dieser Substanz untersucht, weil ich dachte, es könnte eben von dieser erste spontane Intoxikation, es könnte mit dem, das war natürlich dann klar, es war von dieser Verbindung, nach diesem ganz intensiven Zustand. Da sind Sie aber auf ganz schön auf einen Trip gekommen. Das war ein Horrortrip, würde man sagen. Ein Horrortrip? Ja. Hatten Sie Angst während der Sache? Ja. Wovor? Ja, ja. Ja, also die Umwelt hat sich total verändert. Ich hatte das Gefühl, ich sei in einer anderen Realität. Auch mein Körper schien mir fremd. Und im Höhepunkt des Rausches hatte ich das Gefühl, ich sei nicht mehr in meinem Körper, ich sei außerhalb meines Körpers. Und dann dachte ich mir, man ist vollkommen bewusst, man erinnert sich an den Normalzustand. Ich dachte mir, entweder bist du jetzt wahnsinnig geworden oder sogar zeitenweise hatte ich kein Gefühl mehr vom Körper. Körpergefühl war weg. Dachte mir, du bist vielleicht schon gestorben. Aber das alles, das kann man alles realisieren und deswegen war es. Und ich wusste auch nicht, ob ich wieder draus käme aus diesem Zustand. Übrigens, wenn ich Sie unterbrechen darf, ich habe mich unterhalten mit einem Drogenexperten, der sagt, dass einer der Gründe, warum LSD im Augenblick in der Drogenszene, oder nicht im Augenblick, aber jetzt schon seit Jahren, kaum mehr eine Rolle spielt, ist die Angst dieser Drogenleute davor, dass sie verrückt werden oder nicht mehr zurückkommen aus dem Trip. Nein, glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Nein, nein. Es gibt, anscheinend viel mehr noch andere Gründe. Aber auf jeden Fall ist das eine Sache, diese Angst, verrückt zu werden. Diese Gefahr besteht. Und die Gefahr besteht? Die Gefahr besteht. LSD ist insofern unterschieden von den anderen Drogen. Es macht nicht süchtig. Es ist in den Dosierungen, wo es diesen Rausch erzeugt, ungiftig. Aber es ist nicht harmlos. Es ist außerordentlich gefährlich, weil man vielleicht dieses ganz andersartige Erleben nicht integrieren kann. Dass man dann nicht mehr zurückkommt aus diesem außergewöhnlichen Zustand. Besonders bei Leuten, die nicht stabil sind, die präpsychotisch sind, da kann das passieren. Es ist vielleicht ganz interessant, nach Ihrer Erfahrung damals, nach diesem Selbstversuch, ist das ja dann ein Medikament geworden. Natürlich, ja. Unter dem Namen Delusid. Delusid, ja, das ist der Name. Und in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben, gibt es den üblichen Beipackzettel. Da steht ja immer dabei, nicht alles so. Da habe ich mir so ein paar Sachen rausgeschrieben. Eigenschaften, Delusid erzeugt in sehr kleinen Dosen vorübergehende Affektstörungen, Halluzinationen, Bewusstwerden verdrängter Erlebnisse. Ich zitiere nur Ausschnitte. Indikationen, Dosierung zur seelischen Auflockerung bei analytischer Psychotherapie, besonders bei Angst- und Zwangsneurosen und Vorsichtsmaßnahmen. Bei jeder Delusid-Verabreichung ist deshalb, solange das Medikament wirkt, eine strenge fachärztliche Überwachung unerlässlich. Also unter diesen Bedingungen war es ein Medikament wie viele andere auch. Das war als Medikament gedacht. Eben, es heißt ja Auflockerung verdrängter Inhalte. Und das ist ja, es wurde als pharmakologisches Hilfsmittel in der Psychoanalyse angewendet. Es geht dort darum, dass man verdrängte Inhalte, die vielleicht zum psychischen Trauma geführt haben, dass das wieder ins Bewusstsein kommt. Und das LSD hat ganz spezifisch diese Wirkung, dass Erlebnisse, die sehr tief gegangen sind, vielleicht auch Erlebnisse aus der Kindheit, dass sie wieder ins Bewusstsein kommen, beschleunigt ins Bewusstsein kommen. Und in diesem Sinne wurde LSD angewendet in der Psychoanalyse. Aber dann, wie Sie es mal formuliert haben, Ihr Buch heißt übrigens LSD, mein Sorgenkind,
Denn dann kam quasi LSD auf die Straße. Aus der Arztpraxis auf die Straße. Ja. Eine ganze Generation Hippies, wir sprachen eben über die Hippies, weniger die Punks, aber eben damals die Hippies in San Francisco, Timothy Leary war ihr großer Guru, die haben das genommen. Die haben gesagt, wir wollen die Welt verändern und zuerst müssen wir unser Bewusstsein verändern. Ja. Und was ist da passiert? Was ist da schiefgelaufen? Also die ersten 10 Jahre war LSD praktisch nur in der Medizin. Die ersten 10 Jahre, nachdem sie es freigegeben haben? Ungefähr einige tausend Publikationen, wissenschaftliche Publikationen, das war alles in Ordnung. Und dann ist aber in Amerika, in Kalifornien, Folgendes passiert. Es haben prominente Leute aus dem Fernsehprominenz, dann Filmstar, wieder Gary Grant, die haben ein LSD-Treatment bekommen. Medizinisch. In psychiatrischen Rahmen. Haben aber wunderbare Erlebnisse gehabt. Eine Fernsehansagerin, die hat eine Behandlung gehabt gegen Rigidität. Und die hat dann unter LSD unglaubliche erotische, sexuelle Erlebnisse gehabt. Das hat sie publiziert in einem Buch. Ah. Sie geheilt wurde von ihrer Rigidität. Na bitte. Dann, ja. Und der Gary Grant, der hat auch eine Behandlung gehabt. Und der hat das im Life-Magazin publiziert, seine vierte Frau. Er sagt, jetzt sei er fähig. Er kenne sein innerstes Wesen, jetzt sei er fähig, eine Frau glücklich zu machen. Und er glaube jetzt nun, er kein anderer Mensch geworden zu sein. Und dadurch ist es dann plötzlich und dann hat es, eine Massendroge. Dann haben viele gedacht, ich nehme das und dann werde ich weise, werde erleuchtet wieder Gary oder werde eben wieder sexuell gut und so weiter. So einfach war das und dann hat man das einfach gemacht. Und wo war dann das Problem? Die mangelnde Vorbereitung, die mangelnde Kontrolle? Worin lag die Gefahr der Droge, denn sonst wäre sie ja nicht verboten worden? Die Gefahr lag darin, dass nicht im richtigen Rahmen genommen wurde. Ich muss das jetzt gerade sagen, LSD ist verwandt mit diesen alten mexikanischen Zauberdrogen. Ja. Ganz eng verwandt, chemisch und dass sie Wirkungen sind. Und diese Drogen, die seit vor 2.000, 3.000 Jahren schon genommen wurden, alle diese Drogen, die wurden im zeremoniellen, sakralen Rahmen genommen, eingebaut in ein Ritual. Mit Vorbereitung. Mit Vorbereitung, in der Hand des Schamanen. Ja. Und die Indianer glauben, wenn man den Pilz, das ist den wir untersucht haben, der LSD-ähnliche Verbindung drin Sie ist. Sie haben diese mexikanischen Pilze und Sie waren auch dort. Ich war dort, ja. Wenn die Indianer glauben, wenn man diesen Pilz nimmt, ohne vorbereitet zu sein, ohne Gebete, ohne Fasten und so weiter, was dort im Ritual gehört, dann macht der Pilz wahnsinnig oder er tötet. Was haben wir gemacht? Profaniert worden, man geht auf die Straße, man nimmt das, man nimmt in die Diskothek. Das war die Katastrophe. Deswegen sind verhältnismäßig, ich muss schon sagen, verhältnismäßig, man sagt etwa 10 Millionen Amerikaner haben LSD genommen. Und sind vielleicht einige hundert oder vielleicht auch tausend Fälle sind schon in der Klinik gelandet, psychiatrische Zusammenbrüche. Und Todesfälle durch Mangel an, sagen wir mal. Nein, in der Verwirrtheit, im Verwirrtheitszustand. Ja, also Mangel nicht mehr in der Realität war. Ja. Und da sind also Unglücksfälle passiert. Die sind einfach in ein Auto gelaufen und haben gedacht, das ist die aufgehende Sonne oder so. Sowas. Ja, das ist in diesem Zustand. Oder sie haben gedacht, sie können fliegen und sind zum Fenster rausgekommen. Ja, das. Solche Dinge, ja. Haben nicht die vermeintlichen Hexen, die weisen Frauen des Mittelalters, Mutterkorn auch schon verwandt als Heilmittel? Ja, die haben das vor allem genommen. Mutterkorn haben sie genommen, vor allem die Hebammen zur Geburtsbeschleunigung. Ja. Und das ist, Mutterkorn ist ja, da ist das. Das ist das Ausgangsmaterial. Also das Problem war eben, dass das unkontrolliert genommen wurde. Aber Sie sagen, im Verhältnis zu der Zahl, die es genommen hat, sind eigentlich die ganz schweren Fälle nicht so groß wie etwa bei Heroin oder bei diesen anderen Drogen. Nein. Wo kam das her? Das sind 10 Millionen Schlucker. Wo kam das her, das LSD? Ja. Kam das alles aus Ihrer Fabrik, oder? Nein. Also als die ersten Zwischenfälle kamen in Amerika, hat Sando die Verteilung gestoppt. Das war ja dazu mal. Anfangs war es ein Versuchspräparat. Wurde verteilt an psychiatrische Anstalten, an Psychiater, die damit arbeiten wollen, entsprechend mit diesem Zettel dabei. Und
in dieser Versuchsphase ist die Sanja auf die Straße gekommen. Und nachher wurde dann das in verbotenen Laboratorien hergestellt. Das kann im Grunde, ist relativ einfach herzustellen. Ja, wenn man das Ausgangsmaterial hat, also die Lysergsäure, dann geht das, die haben das auch publiziert, die Synthese und alles. Aber es ist zu bedenken, dass man nur wenig herstellen musste. Mit einem Gramm kann man 20.000 Personen bedienen, nicht? Mit einem Gramm? Mit einem Gramm. Deswegen ist es übrigens auch heute eine ganz billige Droge. Ja, man hört ja nie, man hätte ein Gramm oder zwei Gramm oder ein Kilogramm LSD konfisziert. Man sagt so und so viele Trips. Was ist auf einem Trip? 0,1 Millitausendstel Gramm, im besten Fall. Also deswegen war das sehr leicht, ja das in diesen nicht, Mengen man kann auf ja das den Markt gar, zu bringen. Ja, man kann ja das gar nicht so erwähnen. Waren Sie einverstanden damit, dass es verboten wurde? Natürlich, aber nicht für die Medizin. Hätte man es nicht verboten werden sollen? Man hat das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Mhm. Es hat in der Medizin ja nie Schaden angerichtet. Es war sehr willkommen und man sehr viele, natürlich, immer bei einer neuen Methode gibt es verschiedene Ansichten in der Medizin, etwas Neues ist. Viele haben gefunden, Psychiater, es geht zu schnell. Man soll diese verdrängten Bewusstseinsinhalte, die soll man langsam über ein Jahr bewusst machen. Und mit dem LSD geht es zu schnell. Und natürlich. Gut, das sind medizinische. Das geht zu schnell. Anstatt 100 Sitzungen kann man das in einer Sitzung erledigen. Das ist nicht für viele Psychiater so interessant. Aber ich meine, es war einfach so, dass. Wo sind wir stehen? Ich weiß nicht mehr. Ja, das Verbot. Sie haben gesagt, es hätte nicht ein pauschales Verbot geben sollen. Das scheint mir falsch. Aber dass es sozusagen für den unkontrollierten Gebrauch verboten ist, das ist richtig. Das ist nur, das müsste unbedingt. Wir haben ja diese Strukturen nicht, wie die alten Kulturen haben. Oder diese Indianerkulturen, auch alte. Es gibt ja einen Zusammenhang, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, auch mit Eloises. Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass in dem Mysterium für Eloises ein LSD-ähnliches Präparat verwendet wird. Ich glaube übrigens, dass solche Saufen tun die Leute hier auch ohne jede Vorbereitung. Und da kommen doch auch schreckliche Sachen daraus. Das stimmt. Das so gesundheitsschädlich ist, warum kann man das nicht kultivieren? Werden Sie ein Vorreiter für geringe Dosen? Ja, für es ist doch ein bisschen anders. Wir haben in der Kultur eine Übung, mit Alkohol umzugehen, die zwar viele etwas missbrauchen, aber... An die vielen Lebern denken, die täglich um die Ohren fliegen. Ja, gut, aber es gibt einen Gebrauch. Es gibt einen. Während wir